Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kritik am Kreml im UN-Sicherheitsrat nach Ende des Getreideabkommens. UN-Generalsekretär Guterres sprach von einem Schlag für alle notleidenden Menschen. Die USA warfen Moskau vor, Nahrungsmittel als Waffe einzusetzen. Russland fordert eine Lockerung der westlichen Sanktionen, bevor es über eine Verlängerung des Abkommens verhandeln will. Straßenverkehr auf Krimbrücke teilweise wieder angelaufen. Nach dem Angriff gestern sei eine Spur für Fahrzeuge wieder frei, teilte der Kreml mit. Die Brücke ist die wichtigste Verbindung zwischen dem russischen Festland und der von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Pflege im Heim immer teurer. Pflegebedürftige und Angehörige müssen im Schnitt 350 Euro mehr zahlen als vor einem Jahr. Grund seien gestiegene Löhne für Pflegekräfte. Laut dem Verband der Ersatzkassen kämen aber auch höhere Preise für Unterkünfte und Verpflegung dazu. Erneute Proteste gegen Justizreform in Israel. Landesweit gehen wieder tausende Menschen gegen den umstrittenen Gesetzentwurf der Regierung zum Umbau der Justiz auf die Straße. Zahlreiche Demonstrierende blockierten Autobahnen und die Börse in Tel Aviv. Viele Reservisten wollen ihren Dienst verweigern, sollte die Reform kommen. Georg-Büchner-Preis geht an Lutz Seiler. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung vergibt den Preis an einen Autor, der mit klangvollen Gedichtbänden begann und von dort zum Erzählen fand, stets aber dunkel leuchtender Lyriker bleibt. So die Begründung der Jury. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Crusoe und Stern 111. Und das Wetter. Am Mittwoch ein Wechsel aus Sonne und Wolken mit nur vereinzelten Schauern oder Gewittern. Im Norden stark bewölkt und häufiger Regen bei 18 bis 31 Grad.